Hallöchen und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge The Witcher. Nachdem ich mich aus dem Gefängnis rausgekämpft habe durch die Kloake von Vizima, bin ich jetzt in der Stadt gelandet und bin in der letzten Folge ein bisschen herumgerannt, habe einiges angeschaut und wurde im Krankenhaus von irgendwelchen Leuten angegriffen. Und das ist die Quest dafür, glaube ich. Bla bla. Boxfleisch, Leute haben das Krankenhaus angegriffen. Ich muss mit Raimund sprechen. Genau das werde ich jetzt mal auf der Karte verfolgen und dann mal dahin gehen. In diese Richtung muss ich. Auf geht's, Geralt. Renn davon. Da geht's nicht durch. Gut, also muss ich unten rum oder was? Ah. Die Stadt ist ein bisschen nervig aufgebaut. Und aber nur so ein ganz kleines, ganz winzig kleines bisschen. Ach so, das ist der, der hier im Haus drin ist, oder was? Hoch. Ha, zu lange andere Spiele gespielt. Jetzt will ich mit E, wollte ich jetzt die Tür benutzen. So, was? Da haben wir ne. Raimund, bin ganz Ohr, Ich weißer bin ganz. Wolf. Also, ich war bei den Gefangenen. Also, ich war bei dem Gefangenen. Hat er was ausgespuckt? Dazu gab es keine Gelegenheit. Boxfleischs Männer haben uns angegriffen. Sicher? Seltsam. Boxfleisch will die Salamandra loswerden. Es sei denn, mir ist da etwas entgangen. Yavet hat ihm vielleicht Angst eingejagt. Oder ihn bestochen. Das sollten wir prüfen. Habt ihr etwas aus dem Gefangenen herausbekommen? Ein einziges Wort. Kalkstein. Kalkstein. Macht Sinn. Kalkstein ist ein talentierter Alchemist. Er könnte Yavit bei den Experimenten behilflich sein. Ich bin ihm begegnet. Er sah nicht aus wie ein Verbrecher. Das mag ja sein, aber wir müssen allen Hinweisen nachgehen. An die Arbeit. Ich befrage meine Kontakte in der Stadt. Ihr beobachtet Kalkstein. Erringt sein Vertrauen, findet heraus, was er vorhat und was er verbirgt. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt, wie beim Fischen. Ich bevorzuge die Jagd. Dann erringt Kalksteins Vertrauen. Tut ihm einen Gefallen, bringt etwas in Erfahrung, das ihn interessiert. Ihr könntet ihn dazu bringen, euch anzuheuern. Redet auch mit Boxfleisch. Aber übertreibt's nicht. Er ist ein Choleriker. Na super. Wir haben zwei Spuren, Kalkstein und Boxfleisch. Ich muss zum Alchemisten Kalkstein gehen, um sein Vertrauen gewinnen. Und nicht um. Gut, dann gucke ich mal, wo der ist. Das ist zwar jetzt, glaube ich, eine andere Quest, aber so kann ich zumindest erstmal sein Haus finden. Und mache mich sofort dahin auf den Weg. Und mal gucken, wenn man daher so langlaufen muss. Links, dann wieder rechts. Oh, ein wilder Hund. Kann ich da auch durch? Ist er hingerannt? Die wilden Hunde gab es doch auch Quests, oder? Fünf von den wilden Hunden töten oder so. Dachte ich auch. Was? Was ist denn jetzt los? Die Äskulapschlange. Ich würde den Narren gern treffen, der Häutung mit Heilkunst in Verbindung gebracht hat. Was habe ich denn gerade für Schwert? Hexer-Stahl-Schwert, das würde ich gerne. Hallo? Wieso geht denn das nicht mehr? Na? Wo ging der Hund hin? Die Wache guckt nur doof. So. Alles.
So, wo haben wir denn jetzt unseren Freund her? Ich wieder ablenken lassen von so einem blöden Hund. Hier, Kalksteins Haus. Treten wir doch mal da rein. Hinein in das gute Stübchen. Da hinten liegt er, der Herr Kalkstein. Hallöchen. Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Wobei? Was war das für ein Dialog? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Hat ihr eine hattet Aufgabe. Eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Mal sehen, was sich machen lässt, aber es ist mal nicht sehen, einfach. Was sich machen lässt. Aber das wird gewiss. Wo krieg ich den Schlüssel dafür her? Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Hier in der Stadt ist es doch langweilig. In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Ich kenne den Zwerg auch. Wenn ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Genau. Hallo. Reden wir über die Salamandra. Ich bin wegen der Anzeige hier. Was gibt's denn für eine Anzeige? Habt ihr etwas cool, Mark, für mich? Noch nicht, aber ich komme wieder. Noch nicht. Säum! Na gut, okay. Ghoulmark. Ist genau wie Ghoulblut, das wird's garantiert nicht geben. Oh. So, reden wir über die Salamandra. Reden wir über die Salamandra. Hm. Ich glaube, ihr steckt mit denen unter einer Decke. Was? Ich? Warum? Das wüsste ich auch sehr gern. Hinter was seid ihr her? Es gibt Fakten, die darauf hindeuten, dass ihr mit der Organisation verbunden seid. Es gibt Fakten, die darauf hindeuten, dass ihr mit der Organisation verbunden seid. Was für Fakten? Der verwundete Salamander nannte euren Namen. Natürlich, weil ich ihn angeheuert habe. Wofür? Damit er mir bei meinen Experimenten hilft. Ich hatte keine Ahnung, dass er einer Geheimorganisation angehört. Ich vermute, er hat die fünfte Essenz destilliert und den Stein der Weisen abgestaubt, wie?
Er beschützte mich vor den Salamandra und erledigte andere Aufgaben. Er hat sein Leben für mich aufs Spiel gesetzt und euer Sarkasmus wird daran nichts ändern. Geht mir aus den Augen, Mutant! Ja, glaube ich mal. Ich weiß nicht genug, um mich zu entscheiden. Wechseln wir das Thema. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn ihr diesen Verbrecher findet, helfe ich gern. Jetzt aber wieder an die Arbeit. Gut. Dann gehen wir nach draußen. Dann muss ich mal schauen, was ich als nächstes machen kann. Ich kann hier doch die anderen Verdächtigen untersuchen. Thaler. Vincent. Mysteriöser Turm. Ich muss zwei... Können wir doch mal verfolgen. Da treffen wir doch bestimmt unseren Zwergfreund wieder. Jawohl. Gehen wir mal in diese Richtung. Immer in Wänden landen die Hunde. Nein. Noch einer. Muss ich die einfach nur töten oder muss ich von denen auch was looten? Ah, komm schon. Ich will... Der ertrunkene Hundevertrag. 6 Gläser mit Hundetalk. Wie viel habe ich? 6 Gänseschmalz. Das hier. Und eine Lymphe. Nierenfett. Salpeter. Da, Hundetalk. 6, 4 habe ich. Und ich brauche einen Händler. Dringend. Hier die Gaststube? Ne, das ist gar nichts. Hier? Abgeschlossen. Super, wie das funktioniert hier. Tür. Hier geht's rein, aber das glaube ich nicht. Was haben wir hier für ein Haus? Stadtbewohner. Stadtbewohnerin. Alte Frau. Wenn das Wetter so wie jetzt umschlägt. Wieso kann ich denn in den ihr Haus rein? So ein Quatsch. Bringt mir doch gar nichts. Entschuldigung, dass ich gestört habe. Ich bin schon wieder weg. Ich dachte, ich muss da rein, aber das ist abgeschlossen. Ich dachte, das ist eine Gaststube oder so. Wer schließt denn eine Gaststube ab? Hm. Komisch. Und da ist der nächste Hund. Komm, Metallschwert. Stahlschwert. Huch. Ist klar. Ah, oh Mann, ich drück immer das Falsche. Ich bin irgendwie total durch den Wind gerade her. Was ist das hier? Achso, das war nix. Ist auch kein Hund. Ich würde gerne noch einen Hund finden. Dann kann ich das zumindest auch aus meinem... aus meiner To-Do-Liste streichen. Das wäre ganz gut. Weil da käme das nämlich weg. Und würde mich da nicht mehr nerven.
den ganzen Quests, die ich jetzt hier gekriegt habe, als ich in die Stadt gekommen bin. 10.000 verschiedene. So, naja, ansonsten, wenn ich in das Haus von dem Zwerg noch nicht rein kann, dann muss ich erstmal eine andere Quest machen. Vielleicht kann ich in ein anderes Haus rein. Ist kein Hund. Gucken wir doch mal, was wir noch haben. Gedächtnis einer Klinge. Ich muss Thaler nach dem Silberschwert fragen. Guck mal, mit dem müssen wir auch noch was über die... Das ist ja auch ein Verdächtiger, glaube ich. Jetzt zwei Sachen bei dem zu erledigen. Dann mache ich mich mal dahin auf den Weg. Und zwar, wo bin ich denn? Ich muss hier runter, dann rechts. Poster. Hier bellt es aber auch überall, aber kein Hund ist da. Jetzt sehe ich keinen. Wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Ist da lang? Na, ich gehe da durch den Garten. Das sollte schneller sein. Schwuppdiwupp. Hindurch. Ich frage mich, was das für ein Loch ist hier. Ist da ein Hund da drinne? Ja, jetzt sieht nur so aus, oder? Ah, guck an. Nein, wieder das falsche Schwert gezogen. Es sind sogar zwei, was ist denn hier los? Kannst du mal aufhören, wegzurennen, jetzt liegt der wieder dort in der Wand. Noch blöde. Ja. Aber erstmal gehen wir jetzt zu Thaler, bevor wir das abgeben, weil einmal stehen wir jetzt schon hier vorm Haus. So, dann gibt es jetzt hier noch mehr zu quatschen, würde ich mal sagen, nicht wahr? Hallo, hallo. Thaler da. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Ja, schön. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Hm. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ja, lass uns mal handeln hier. Puh. Zweihändige Stahlaxt. Was ist das? Rune der Sonne. Auszug aus Kaer Morhens gestohlenen Hexgeheimnissen erhält Formeln für Tränke. Das ist aber nice. So, was kann ich dir denn geben? Ein Ring. Was ist das? Silberring des ewigen Feuers. Den behalte ich mal noch. Wertvoller Gegenstand, der verkauft werden kann. Wertvoller Gegenstand, der verkauft werden kann. So kann ich ja verkaufen, jawohl. So, hier, Salpeter. Grundstoff für Bomben. Na, guck, hier haben wir noch Ringe. Ring. Bernstein. Pulver behalte ich mal noch. Was kann ich hier? Feuerstein. Verwende mit Feuer einzuzünden. Ah, weg damit. Huch, einmal nicht, nein. Neunmal, ja. Hab ich nochmal, fünfmal, super. Malmstein, Waffe ausbauen für eine Stunde. Weiß nicht, ob ich das oft so. Hochwertiger Kunststoff für Bomben. So. Gut, habe ich denn das verkauft? Wie viel kostet das hier? Kaufpreis 400. Lehrbuch der Anwendung medizinischen Wissens bei der Verbrechensaufklärung. Das ist interessant. Ich glaube, ich kaufe auch das hier noch. 400, ja, was soll's. Die Sachen lernen. So, was ist denn jetzt hier? Kann ich das dann weghauen? Ach ne, hier unten kann ich es weghauen. Und das noch. Goldener Pirol, Wolf und schwarzes Blut. Tötet Ungeheuer, die tot beißen oder Blut trinken. Erhöht die Chance auf einen Präzisionstreffer. Entgiftet und gewährt Giftresistenz. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, die sind ganz gut. So, dann quatschen wir nochmal mit dem. Also, die
Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Also, woher habt ihr das Schwert? Woher habt ihr das Schwert? Das springt für mich raus. Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich hab seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. So, wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Okay, spielt ihr? Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Haha, das ist streng vertraulich. Man muss eben wissen, wie man gut über die Runden kommt. Gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich. Ich hab Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Nee, eigentlich nicht. Wollte ich noch was über die Salamandra fragen. Von den Salamandra gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört. Aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich hab keine Ahnung. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Der flucht ganz schön viel. Wie kommt ihr an Berengars Besitz? Scheiße, ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Und der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Klingt glaubwürdig. Ihr habt Beziehungen zur Wache. Das könnte für Azar wertvoll sein. Verdammt gefährliche Zeiten. Ich muss vor den Salamandra beschützt werden. Daher mache ich mit den Wachen Geschäfte. Sagt ihr. Ich bezahle Vinzenz Dorftrotteln ein paar Münzen und die sorgen für meine Sicherheit. Mir reicht's jetzt. Auf Wiedersehen. Klingt glaubwürdig. Irgendwie. Ich bin mir nicht sicher bei denen. Ohne Beweis, keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also, ein echter Meisterspion. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Der ist ein bisschen strange, der Typ. So, dann muss ich ins Gasthaus des Bären als nächstes. Aber erstmal der Hundvertrag. Ah ne, wo muss ich dafür hin? Wieder da durch den Garten, dann links rum und ach du Scheiße. Das ist ja am anderen Ende der dämlichen Kackwelt.
Mann, die Stadt ist nervig. Ich mag die Stadt nicht. Ich will hier endlich wieder raus. Das Dorf hat mir mehr gefallen. Naja, was soll's. Wenigstens sind wir mit unserem Gequatsch und unseren Ermittlungen zwei Leute weitergekommen. Zwei bleiben noch aus, wenn ich das jetzt gerade richtig noch im Kopf hatte. Ich will es gerade nicht nachgucken. Ich schätze mal, nachdem ich die Quest abgegeben habe, werde ich das dann in der nächsten Folge in Erfahrung bringen. Oder ich werde erstmal in das Gasthaus gehen. Mal schauen, je nachdem, was sich so ergibt. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Und natürlich seid ihr gern eingeladen, in der nächsten Folge auch wieder reinzuschauen. Bis dahin. Tschüss.